Schönen guten Tag, mein Name ist Tobias Wetzel. Ich bin wissenschaftlicher Mitarbeiter an der Bauhaus-Universität Weimar im Bauhaus-Institut für zukunftsweisende Infrastruktursysteme. Bin im Kreisprojekt damit betraut, mit der anaeroben Schwarzwasserbehandlung. Wir haben hier dazu, im Hintergrund zu sehen, eine Versuchsanlage zur anaeroben Schwarzwasserbehandlung aufgebaut. Die besteht aus 8 Rührkesselreaktoren und 4 UASB-Reaktoren. Die betreiben wir hier unter dem Verfahrensziel der Biogasgewinnung, aber auch unter dem Verfahrensziel des Arzneimittelabbaus. Warum wollen wir überhaupt Arzneimittel abbauen? Arzneimittel in der Umwelt sind ein Riesenproblem. Lange war Stand der Technik, dass über eine kommunale Kläranlage die Arzneimittel einfach mit verstoffwechselt werden. Inzwischen haben wir einfach den Effekt einer steigenden analytischen Qualität im Ablauf von Kläranlagen zum Beispiel und einen steigenden Verbrauch von Humanpharmaka mit einer höheren Applikationsrate. Problem ist jetzt, wir können jedes Arzneimittel, wenn wir wollen, weltweit nachweisen, in limnischen Systemen wie Flüssen, Seen, Meeren. Problem ist, es weiß keiner so richtig, was damit passiert. Dieser Cocktail-Effekt von verschiedenen Arzneimitteln, zum Beispiel in einem Fluss. Dementsprechend sind wir daran, dass wir da versuchen, Arzneimittel abzubauen, bevor sie überhaupt die Umwelt erreichen. Das heißt, wir müssen das im Abwasser tun. Wie tun wir das hier? Speziell im Fall haben wir den Hamburg Water Cycle angewendet, ein Teil davon, und zwar besteht der aus der Trennung der Abwasserteilströme in die verschiedenen Stoffströme Grauwasser, Schwarzwasser und Regenwasser. Hier speziell behandeln wir nun das Schwarzwasser. Dies tun wir auch nicht auf dem klassischen Weg mit einer Belüftung, mit einer Belebung auf einem aeroben Weg, sondern tun das hier anaerob unter Biogasgewinn. Die Strategie dahinter ist die Separation der Stoffströme, der Abwasserteilströme, um diese dann verfahrenstechnisch zu einer Behandlung hinzuzuführen. Dies tun wir, indem wir hier dieses Unterdruck separierte Schwarzwasser, das kann man sich vorstellen wie im ICE oder in einem Flugzeug, das Schwarzwasser wird aus der Toilette gesammelt, da kommt kein Küchengrauwasser mehr rein, also nichts mehr aus dem Geschirrspüler, nichts mehr aus der Badewanne oder Dusche, sondern einfach nur das Toilettenspülwasser. Mit Unterdrucksystem reduzieren wir auch noch die Spülmenge erheblich von 6,5 Liter auf 1,5 Liter im Durchschnitt und haben damit eine Aufkonzentrierung der Organika, also Fäzies, Urin, aber auch dieser Mikroschadstoffe wie unter anderem Arzneimittel. Wir nutzen sozusagen diese Stoffstromseparierung, um später damit verfahrenstechnisch optimiert Arzneimittel abzubauen und Biogas zu gewinnen. Grundsätzlich haben wir bei dem Verfahrensziel des Biogasgewinnung und des Arzneimittelabbaus die 2 Verfahrensziele, die wir hier antesten. Das heißt, ist eine anaerobe Behandlung von Schwarzwasser möglich? Dafür gibt es natürlich schon Vorstudien. Ist aber auch ein anaerober Abbau von Arzneimitteln mit solchen Systemen wie CSDR, mit so einem Rührkessel oder mit einem UASB-Reaktor, ist denn das überhaupt möglich? Diese Go- oder No-Entscheidung zu Beginn, das haben wir hier initial abgetestet, haben erstmal geschaut, was passiert denn überhaupt, wenn wir das Schwarzwasser anaerob behandeln mit Arzneimitteln. Wir haben gesehen, wir können teilweise Arzneimittel sehr, sehr gut abbauen, teilweise auch besser, als das eine kommunale Kläranlage jetzt kann. Arzneimittelabbauraten, die wir hier erzielen konnten im Rahmen unserer verschiedenen Versuchsreihen, die wir durchgeführt haben in dieser kontinuierlich betriebenen Anlage, zeigt, dass wir zum Beispiel beim Diclofenac, was als Referenzwert auf einer kommunalen Kläranlage und mit einem aeroben Abbau, klassische Belebung zum Beispiel, wird nur zu 10% abgebaut. Wir konnten hier bei unserer Versuchsanlage mit der anaeroben Behandlung von Schwarzwasser eine Abbaurate von bis zu 90% erzielen, was sehr, sehr vielversprechend klingt, wenn man auch daran denkt, dass diese tägliche Verschreibungsdosis von Diclofenac extrem hoch ist. Das heißt, wir finden Diclofenac auch immer im Abwasser. Wenn wir das dann abbauen können, ist das ein sehr, sehr guter Erfolg. Wir haben auch andere Stoffe. Beispiel, was viele Leute noch kennen, ist zum Beispiel das Ibuprofen. Das läuft aerob zum Beispiel besser als anaerob. Das konnten wir jetzt hier nicht so gut abbauen wie aerob. Da sind wir aber derzeit an der Optimierung dran, um da einfach mikrobiell und verfahrenstechnisch natürlich im Ingenieurbereich zu steigern, optimieren, an Stellschrauben zu drehen, um diesen Arzneimittelabbau auch noch etwas zu erhöhen. Wo wir relativ froh drüber sind, ist der Abbau von Metformin. Das ist Antidiabetikum, das wird massenhaft verschrieben, immer überchronisch, immer überdosiert, auch meistens appliziert, ist in riesigen Mengen zu Hause. Wir haben hier teilweise im Zulauf 1400 Mikrogramm pro Liter. Das ist enorm, da geben wir keine Tabletten dazu, das ist das, was quasi anthropogen mitkommt. Wir können das hier abbauen zu 95%. Das ist weitaus besser als auf einer ganz normalen Kläranlage mit einem aeroben Belebungsverfahren. Und das heißt, es zeichnet sich ab, dass diese Anaerob-Technologie substanzspezifisch zumindest geeignet sein wird,
um Arzneimittel aus der Umwelt fernzuhalten, was total wichtig ist. Und das unter dieser Situation, dass wir dezentral auch noch Biogas gewinnen, um unsere Haushaltung mit Strom und Wärme zu versorgen. Vergleicht man nun oder betrachtet man die zwei Verfahrensziele des Biogasgewinns und des Arzneimittelabbaus aus dem Schwarzwasser, gilt es natürlich, grundsätzliche Forschungsfragen zu stellen. Zum einen schließt sich das aus, diese beiden Verfahrensziele. Das heißt also, können wir Arzneimittel abbauen, dafür können wir nicht genug Biogas gewinnen. Oder wenn wir unsere Behandlung auf den Biogasgewinn auslegen, bauen wir damit weniger Arzneimittel ab. Das war die Frage, die wir zu testen haben. Das haben wir gemacht mit verschiedenen Belastungsstufen. Normalerweise ist es so, dass Fermenter in der Abwasserwirtschaft mit Co-Substraten betrieben werden, um freie Freiraumvolumina auszunutzen. Das tun wir hier auch. Natürlich im Rahmen unserer dezentralen Bewirtschaftung vor Ort. Der Rasenschnitt, der in der Haushaltung anfällt, die braune Tonne, der Bioabfall, der Küchenabfall, der kann alles mitfermentiert werden. Das sind auch sekundäre Bioressourcen. Das tun wir hier auch in Teilen, haben verschiedene Versuchsreihen gefahren und konnten zeigen, dass dieser Arzneimittelabbau nicht unbedingt gegenläufig zu diesem Biogasgewinn ist. Im Gegenteil haben wir sogar feststellen können, dass bei einer gewissen Belastungsstufe, also als Beispiel genannt Schwarzwasser plus Fettabscheiderreste plus Bioabfall, konnten wir zum Beispiel Metoprolol und Carbamazepin viel, viel besser abbauen, als wir es vorher nur unter der eigentlichen Schwachlastkondition hinbekommen haben. Dementsprechend scheint sich die Verfahrensziele nicht auszuschließen. Im Gegenteil, die scheinen sich in der mittleren Belastungsstufe auch noch zu verstärken. So, parallel zu den Versuchen, die jetzt hier ablaufen, bei uns im Labor der Bauhaus-Universität Weimar, haben wir gekoppelt das Bauprojekt in Hamburg-Jenfelder-Au. Dort soll ein neues Wohngebiet entstehen. Da sollen später mal ca. 2000 Einwohner angeschlossen werden an so ein neuartiges Sanitärkonzept, wo halt eben dieses Grauwasser und das Schwarzwasser getrennt wird voneinander und auch getrennt behandelt wird. Das heißt, die Daten, die wir hier akquirieren, auch zum Arzneimittelabbau und zum Biogasgewinn, fließen direkt in die Bauplanung mit ein und werden auch direkt im großtechnischen Maßstab nach diesen Versuchen hier umgesetzt, was natürlich extrem wertvoll ist, um halt auch solche Sachen, die wir jetzt hier bestimmt haben, später großtechnisch auch nachzuvollziehen und Bemessungsgrundlagen einfach auch zu generieren. Ne? Wir haben, was man hier sieht nochmal, das Verfahrensfließbild des Schwarzwassers. Schwarzwasser definiert als Abwasser aus der Toilette, Fäzes, Urin und ein bisschen Spülwasser. Das kommt über ein Unterdrucksystem in den Unterdruckspeicher und wird dort in die dezentrale, dort auf dem Betriebhof befindliche Schwarzwasserbehandlung zugeführt, wird nach einer Separation in einem anaeroben Fermentationsprinzip behandelt unter Biogasgewinn. Der Methangehalt, der bei dem Biogas entsteht, ist ungefähr 65% des Biogases bestehen aus Methan, 33% CO2, 2% Spurenstoffe. Das heißt, es ist sehr heizwertreich und wir kriegen, kann man so als Daumenwert sagen, aus einem Liter Schwarzwasser ungefähr 2,5 Liter Biogas im Durchschnitt. Das heißt, das ist schon eine sekundäre Bioressource, die es nicht zu unterschätzen gilt, da wir halt im Endeffekt auch mit unserem Fermentationssystem 70-80% des gelösten Kohlenstoffs abbauen können und dementsprechend relativ viel Kohlenstoff, der sonst nur in CO2 übergehen würde, auf einer kommunalen Kläranlage bei uns transformiert wird in Methan, was wir wiederum in dem Blockheizkraftwerk Mikrogasturbinen verstromen können. Zusammenfassend kann man sagen, dass bei der anaeroben Behandlung von Schwarzwasser, von stoffstromseparierten Schwarzwasser, viele Möglichkeiten und Chancen bestehen. Wir konnten zeigen, wir können Biogas gewinnen aus diesem stoffstromseparierten Schwarzwasser und können gleichzeitig auch noch Arzneimittel abbauen. Teilweise besser als auf einer kommunalen Kläranlage, was jetzt Stand der Technik ist. Vielmehr sind die Vorteile aber auch noch da zu sehen, dass wir neben dem Umweltschutz, den wir betreiben, dass wir einfach die Arzneimittelfracht, die wir sonst rauslassen über die Vorflut, abbauen können, zusätzlich eben auch noch die Energie gewinnen in Form des methanreichen Biogases, was wir dezentral vor Ort verwerten und damit zum Beispiel 50% des Energiebedarfs in so einem Wohnquartier decken können und bis zu 100% des Wärmebedarfs. Das stellt uns natürlich vor neue Herausforderungen, die Bilanzierung, die Effizienzbetrachtung dieser ganzen Systeme hintereinander. Man kann aber sagen, dass diese neuartigen Sanitärkonzepte mit dieser Dezentralität definitiv eine zukunftsweisende Technologie sein werden. Dann bedanke ich mich für die Aufmerksamkeit. Für weitere Informationen besuchen Sie bitte gerne unsere Homepage www.kreis-jenfeld.de. Da finden Sie viele Informationen, unter anderem auch diese interaktive Touchscreen-Präsentation, aber auch Ansprechpartner für die verschiedenen Bereiche der Effizienzbetrachtung, des Abbaus
sonstige Kontaktdaten, weiteres Informationsmaterial und da bedanke ich mich vielmals für Ihre Aufmerksamkeit.